Ja, willkommen hier im Presseclub München, beste Lage am Marienplatz. Und noch prominenter ist unser heutiger Gast. Ich darf begrüßen Kardinal Reinhard Marx, Erzdiözese Freising und München, München und Freising. Willkommen. Danke. Begleitet von Bernhard Kellner, der die Kommunikation in beiden Händen hält, was bei Ihnen, Herr Kardinal, ein Vergnügen wäre. Ich darf begrüßen unseren Ehrenvorsitzenden Peter Schmalz. Ich darf begrüßen Generalmajor Hambach. Bitte sehr. Wir haben illustre Medien heute auch online, die sich angemeldet haben. Die Abendzeitung hat schon Fragen geschickt. Vielen Dank dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir legen los. Wir hatten 2 Jahre Pause, Corona-bedingt, Herr Kardinal. Es ist Usus im Club, dass wir gegen Jahresende immer mit Ihrem Besuch rechnen dürfen. Und das ehrt uns auch sehr. Es ist Weihnachten vor der Tür. Kein schönerer Platz, hätte ich beinahe in Bayern gesagt, als der Münchner Weihnachtsmarkt und das Rathaus gegenüber. Mal ganz flach gefragt, Herr Kardinal, wie geht es Ihnen? Durchwachsen, durchwachsen. Ich glaube, das geht vielen so, wenn Sie zurückschauen auf das Jahr. Und jeder hat seine persönliche Geschichte natürlich auch und sein Arbeitsfeld. Das ist auch durchwachsen. Aber es ist immer wieder auch erfahrbar, dass es weitergeht und Hoffnung gibt. Vielleicht kann ich da ein paar Sätze einfach dazu sagen, so denke ich, und dann können wir sprechen. Ich habe keine Texte vorbereitet, sondern fange mal einfach an, ein bisschen das Jahr vor unseren Augen Revue passieren zu lassen. Das Wort des Jahres war ja und ist Zeitenwende. Also das wird so oft benutzt, dass man es kaum mehr hören kann, aber es ist eben auch ein Zeichen dafür. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich am 24. Februar in Rom war, hatte eine Besprechung und dann bin ich losgefahren, um wieder nach München zu kommen und habe dann erst begriffen, was passiert war an dem Vormittag und habe dann noch im Laufe des Tages mit dem katholischen ukrainischen Bischof telefoniert. Dann haben wir ausgemacht, dass ich am Sonntag, 2 Tage später, dann zum Gottesdienst komme. Ja, dieser Krieg hat vieles verändert und darüber muss ich jetzt hier nicht groß reden, das wissen Sie alle, dass wir als Kirche natürlich zunächst einmal herausgefordert sind, auch zu helfen. Wir haben das dann gleich an dem Sonntag miteinander besprochen und die ukrainisch-katholische Gemeinde, die sehr aktiv ist, hat auch schon sofort heftig und kräftig gearbeitet und die Gespräche laufen auf einem guten Weg. Ich habe nicht immer alle Zahlen präsent, aber ich lasse mir von unserer Caritas auch regelmäßig den Bericht geben, wie steht es, wie laufen die Hilfen, kommen neue Flüchtlinge und ähnliche Fragen. Und wir haben auch schon eine ganze Menge an materiellen Leistungen erbracht, aber eben auch die Begegnungen mit den Menschen, das ist wichtig. 1 Million Menschen sind in Deutschland aus der Ukraine. Das sind natürlich nicht nur die ukrainischen Katholiken, Lateiner und Orthodoxe oder Unierte, wie wir sagen, sondern eben im Wesentlichen Orthodoxe, dann aber auch Menschen, die der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine angehören. Die ganzen Spannungen, die sie dann auch erleben untereinander, das ist natürlich auch nicht einfach beiseite zu wischen. Aber hier sind sie alle erst einmal willkommen. Wer hierher kommt, woanders, vor allen Dingen sind es ja Frauen mit Kindern, denen muss geholfen werden. Das ist das eine. Die andere Frage, die die Kirche natürlich auch bewegt hat, ist, wie sollen wir uns denn öffentlich dazu verhalten? Ich war jetzt in den letzten 14 Tagen 2-mal in Rom, jeweils für mehrere Tage. Und natürlich, vor 14 Tagen haben wir auch im kleinen Kreis den Papst gefragt, wie ist denn die Politik des Heiligen Stuhls? Er sagte dann, so viel kann ich, glaube ich, verraten, dass er die Hoffnung einfach nicht aufgibt, dass irgendwann Lösungen gefunden werden, ohne dass der Krieg weitergeht, das ist klar, das haben wir alle. Und deswegen versuchen sie, glaube ich, auch Türen offen zu halten auf Gesprächskanälen, die ich jetzt nicht überschaue, aber die der Vatikan vielleicht doch auch noch hat, um wenigstens etwas zu ermöglichen. Sie stehen jeweils bereit dafür, Brücken zu bauen. Ob das eine realistische Chance ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, im Augenblick kann ich nicht erkennen, ich bin kein Politiker, dass es da Anknüpfungspunkte gäbe. Aber umso schlimmer ist, dass man eben gar nicht sieht, wie das mal enden soll. Und natürlich sagen dann manche, ihr mit eurer Friedensethik, die evangelische und katholische Friedensethik,
Gerechter Friede war ja unser großer Text im Jahre 2001. Wir wollten den gerechten Krieg überwinden, weil es den ja eigentlich nicht gibt. Und daran würde ich auch weiter festhalten, ein Krieg ist immer eine Niederlage der Menschheit. Es gibt gerechtfertigte Verteidigung, selbstverständlich, aber jeder Krieg, auch dieser, ist brutal auf allen Seiten und hat Opfer, unschuldige Opfer, immer, überall. Und ist ein Zusammenbruch der Zivilisation in vielen Bereichen. Und deswegen sollte man nicht in einen falschen Heroismus verfallen und eine Rhetorik wieder aufnehmen, die dem schrecklichen Geschehen eines Krieges nicht angemessen ist. Das empfinde ich als nicht angemessen. Deswegen ist es wichtig, klar und nüchtern, die Militärs sind manchmal, meistens sogar die Nüchternsten, die genau wissen, was es bedeutet, einen Krieg zu führen und was das heißt. Und dass man alles tun muss, um möglichst bald die Waffen schweigen zu lassen. Und dann daran zu denken, dass es irgendwann einen Prozess der Versöhnung gibt, in dem Land selber, wo es ja auch Kollaborateure gibt. All das habe ich ja 2005, als ich in der Ukraine war und an das Kriegs erinnert habe, Ende erinnert habe auf einem Friedhof, wo Soldaten lagen, russische Soldaten, ukrainische Soldaten, die mit den Deutschen gekämpft haben, ukrainische Soldaten, die mit der Roten Armee gekämpft haben, ukrainische Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee gekämpft haben. Und dann fragt man sich, wie soll Versöhnung geschehen? Das ist ein großer Prozess und da wird man hoffentlich dann auch Wege finden. Aber das ist viel zu früh. Heute stehen wir einfach vor der schrecklichen Situation, dass die Waffen nicht schweigen und dass am Ende doch geredet werden muss. Das ist meine Meinung. Und darauf muss man hinarbeiten und ich kann nur auch intensiv beten, das tue ich auch jeden Tag. Aber alle aufrufen, die irgendeine Möglichkeit sehen, dass die Waffen zum Schweigen kommen, das wäre ganz, ganz wichtig. An jedem Tag sterben unschuldige Menschen. Jedem Tag. Und das finde ich eigentlich unerträglich. Gut, wie gesagt, keine Lösung meinerseits, aber wenigstens ein Hinweis darauf, dass es doch uns alle sehr bewegen muss. Ja, dass hier dann natürlich durch diese Veränderung auch weltweit eine Menge geschehen ist, das will ich hier gar nicht kommentieren. Da wird wirklich vieles sich neu entwickeln. Vielleicht ein Punkt, der mir schon seit längerer Zeit auffällt und der mir wichtig ist, dass der Krieg noch einmal ins Blickfeld rückt. Die Auseinandersetzung auch der großen Mächte, also die globalen Auseinandersetzungen, die noch auf uns zukommen werden. Und im Grunde auch die Frage, wie geht es mit der Demokratie weiter? Wie geht unsere Gesellschaft weiter? Und die Flucht in autoritäres Denken, in rückwärtsgewandtes Denken, das ist ja auch etwas, was den Herrn in Moskau sehr befeuert. Und er hat ja durchaus Sympathisanten gehabt, selbst in Europa und weltweit. Die bekennen sich jetzt nicht mehr so laut. Niemand will auf einer Kriegspartei gesehen werden, in einer Kriegspartei. Aber die Sympathien sind nicht alle verschwunden, vom Denken her. Deswegen steht schon auch zur Debatte, werden wir eine nachhaltig zukunftsfähige, offene Gesellschaft bleiben können? Oder zerfällt das in Polarisierungen? Dass in einer Welt, die so geprägt ist jetzt von Auseinandersetzung, auch die Ungleichheiten größer werden, ist für mich ausgemacht. Das wird so kommen. Die Ungleichheiten auch zwischen den verschiedenen Blöcken. Wir werden versuchen, unseren Wohlstand zu verteidigen. Aber auf welche Kosten, das muss man noch mal sehen. Also ich sehe da etwas nüchtern bis sorgenvoll in die Auseinandersetzung. Und da ist die Frage schon auch natürlich für uns als Kirche, wo wollen wir da stehen? Ich habe das versucht, in meinem kleinen Büchlein vor ein paar Jahren schon zu schreiben, über die Freiheit, verantwortliche Freiheit, was das bedeutet. Und natürlich, dass diese verantwortliche Freiheit auch eine Grundlage haben muss. Und da bin ich schon der Meinung, dass es ohne Impulse aus dem großen Reservoir des Glaubens nicht geben wird. Selbst Kritiker der Kirche oder Kritiker der Religion wissen, wo kommen die Kräfte her, die eine Menschheitsfamilie in den Blick nehmen können? Wo kommt die Begründung her, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind?
dass wir ein gemeinsames Schicksal haben, jetzt in der Klimakrise, dass uns das alle angeht. Natürlich gelingt das nicht immer, aber wenn dieses Bewusstsein verschwindet und wir uns verabschieden in einen polarisierten Nationalismus und in Eigeninteressen, we first, we first, we first, dann wird es die Lösung der Probleme nicht geben können. Es wird keine vollkommene Welt geben, keine klassenlose Gesellschaft und kein Paradies auf Erden. Aber es gibt die Möglichkeit, besser zu werden, voranzukommen. Und da sehe ich durchaus auch Hoffnung. Da sehe ich, dass Menschen dafür sensibel sind. Aber dieser Krieg jedenfalls hat uns sehr zurückgeworfen in diesen Bemühungen. Auch gerade im Blick auf die Umwelt, auf die Herausforderung der Klimakatastrophe oder jetzt auch das Artensterben, was in der letzten Woche ja in Montreal auch eine große Konferenz war, das ist schon erschütternd. Ich freue mich natürlich darüber, dass das Bewusstsein dafür viel wacher ist und heller ist, als es vor 20 Jahren war. Das ist richtig. Aber weil man mehr sieht, muss man auch mehr handeln, aus meiner Sicht. Ob das die letzte Generation ist, das ist wieder eine Formulierung, die mir nicht gefällt. Man sollte sich nicht selber zur letzten Generation erklären. Das Leben geht weiter, aber ich kann die Aufregung mancher junger Menschen verstehen, das habe ich immer gesagt. Aber all das, was wir an Protesten sehen, sollte im Rahmen des Rechtsstaates sein. Sonst setzen wir das Fundament aufs Spiel. Also sowohl von sehr progressiver Seite, sage ich einmal, wie von einer sehr restaurativen Seite, kommt die liberale Demokratie unter Druck. Also sozusagen die einen fordern eine Klimadiktatur, damit das endlich vorangeht, und die anderen ein Zurück in autoritäre Verhältnisse, wo mal von oben her gesagt wird, welche Richtung alle Menschen einnehmen sollen. Und das ist beides, glaube ich, ein falscher Weg. Ja, auch die Kirche hat natürlich einen turbulenten Weg hinter sich seit vielen Jahren. Sie nimmt teil an den Transformationsprozessen der Moderne. Und natürlich sind die Diskussionen oft sehr oberflächlich, auch in der Kirche selbst, weil man meint, man könnte solche großen Transformationen mit ein paar Maßnahmen beenden. Das gilt weder für die Klimakatastrophe oder die Klimakrise, dass man einfach ein paar Dinge macht und ist alles wieder so, wie es war. Noch gilt das für Religion. Es steht zur Debatte, ich sage das ein bisschen groß, welche Rolle Religionen überhaupt in einer modernen Gesellschaft spielen sollen. Ob sie einen Ort haben und was das bedeuten soll. Und da ist die Kirche ein Teil. Und sie muss sich fragen, wie sehr muss sie versuchen, wie sehr müssen wir versuchen, auch in der Gesellschaft einen Ort zu haben, der anschlussfähig ist, sage ich einmal, soziologisch etwas. Also die Zeichen der Zeit zu verstehen und nicht einfach zu sagen, so wie es früher war, so machen wir es wieder, so machen wir es immer. Wir sind eine Zitadelle, mauern uns ein und die Welt geht an uns vorüber. Da wäre die Kirche ein Anachronismus. Aber was muss sich ändern? Wie muss es sich ändern? Was ist der Kern? Wir feiern jetzt Weihnachten. Was bedeutet das, dass wir sagen, wir glauben, dass das absolute Geheimnis, das wir Gott nennen, wo immer das Wort herkommt in der menschlichen Sprache, irgendwann taucht es auf. Und irgendwann taucht auf, dass es nur einen Gott gibt. Das sind Entwicklungen. Und dann taucht der Gedanke auf, und dieses absolute Geheimnis, mit diesen vier Buchstaben, die keiner ergründen kann, das absolute Geheimnis, das nicht Teil der Welt ist, ist Mensch geworden. In der Geschichte Jesu von Nazareth. Das ist schon eine Wucht. Und was das bedeutet, das zu glauben, und welche Auswirkungen das hat, welche Konsequenzen, wie sich das auch in der Gemeinde soziologisch widerspiegelt, wie das gefeiert wird, wie das gelebt wird, das ist ein Prozess. Und da habe ich nicht Angst vor Veränderungen, aber man sollte immer wieder auch gucken, sind wir bei der Mitte oder sind wir bei äußeren Dingen. Also Zölibat ist sicher ein wichtiges Thema und da habe ich kein Problem darüber zu diskutieren, aber es betrifft nicht die Mitte des Glaubens. Und das wird manchmal verwechselt, wenn man ein paar Maßnahmen ergreift, kommen Leute alle wieder zur Kirche. Das wird nicht der Fall sein. Natürlich steht auch das große Thema des Missbrauchs weiter im Fokus seit 12 Jahren. Also praktisch meine ganze Amtszeit hier in München verbringe ich mit diesem Thema. Mit Höhen und Tiefen. Also mit Erkenntnissen,
die erschüttern, aber auch mit Maßnahmen, die ergriffen werden. Darüber können wir sicher sprechen. Ich bin manchmal erstaunt, dass das nicht ganz gesehen wird, dass seit 12 Jahren da ein intensiver Weg beschritten wird, in den letzten Jahren noch intensiver. Und ich lasse da nicht ab, die drei Punkte intensiv immer wieder neu anzuschauen und zu verbessern. Das ist der Punkt der Prävention, dass das nie wieder geschehen kann, soweit das menschlich möglich ist. Das ist der Punkt der Aufarbeitung, des Zurückschauens, auch im Blick auf die von manchen geleugneten systemischen Ursachen, Aufarbeitung. Ich kann das immer nur natürlich für unser Erzbistum jetzt sagen und dann in der Bischofskonferenz auch weitergeben. Und auch der Umgang mit den Betroffenen. Das betrifft finanzielle Leistungen, aber auch persönliche Begegnungen. Das sind die Punkte, an denen wir dran sind und arbeiten und intensiv arbeiten. Das möchte ich doch deutlich sagen. Ist es genug? Wann ist etwas genug in diesem Feld? Wir können das Leid, was viele erlebt haben, auch in anderen Bereichen, aber wir sind ja nun die Kirche, wir sprechen für uns jetzt hier, nicht wieder gut machen. Wie soll das gehen? Aber man muss Zeichen setzen, dass man verstanden hat. Und das, glaube ich, versuchen wir intensiv. Mit der Aufarbeitung haben wir ja im letzten Jahr dann das Gutachten vorgelegt, beziehungsweise haben die Anwälte das vorgelegt, haben Punkte genannt. Wir werden ja auch darüber noch sprechen, wenn wir sozusagen nochmal Bilanz ziehen, weil wir versprochen haben im Erzbistum, dass wir nach einem Jahr sagen, was haben wir gemacht in dem Jahr. Das war damals das Versprechen und das werde ich auch einhalten bis dahin. Also da sind wir weiter daran und trotzdem treibt es mich natürlich um, bei dem Thema, aber auch bei den anderen, synodaler Weg. Wie kann Kirche in die Zukunft gehen? So ganz einfache Antworten sehe ich nicht. Der synodale Weg, ich will nicht sagen, dass ich ihn mit erfunden habe, aber doch eigentlich schon ein bisschen, ich war noch Vorsitzender der Bischofskonferenz, ist nicht die Lösung aller Probleme. Das heißt, Scheitern des synodalen Weges, wer siegt, wer verliert, das ist ein Prozess. Der Papst hat das ja auch in einen größeren synodalen Weg jetzt hineingenommen. Da können Sie ja die Texte lesen, dass diese Fragestellungen, die auch bei uns eine Rolle spielen, durchaus in anderen Ländern auch eine Rolle spielen. Und da, meine ich, muss man weiter engagiert dranbleiben. Ich bin sehr überzeugt, dass das ein guter Weg ist. Der wird dann im März einen vorläufigen Abschlusspunkt finden, aber er wird doch viele Diskussionen in Gang bringen und weiter in Gang bringen, auch weltweit, die notwendig sind für die Kirche. Natürlich sind es einzelne Punkte, die sich auf die Missbrauchskrise beziehen, auf das MAG-Gutachten damals. Aber sie betreffen schon die Bereitschaft, insgesamt als Kirche zu sagen, wollen wir synodaler werden, wollen wir versuchen, auch das, was jetzt auf der Tagesordnung ist, was die Gläubigen auch fragen, aufzunehmen wirklich. Nicht in einem demokratischen Sinn, also wer die Mehrheit hat, setzt sich durch. Das ist nicht ein synodaler Weg. Und deswegen ist das eben eine Variante. Manchmal sage ich, es ist vielleicht nicht das Hauptkapitel des 21. Jahrhunderts für die Kirchengeschichte, der synodale Weg in Deutschland. Aber es ist ein wichtiger Beitrag. Ein wichtiger Beitrag, der auch von vielen wahrgenommen wird. Ob Kirche in Bewegung ist und in welcher Form sie sich weiterentwickelt. Aber ich warne davor sozusagen zu meinen, also wenn jetzt bestimmte Dinge nicht passieren, dann ist die Kirche sozusagen am Ende und wenn das passiert, dann ist sie gerettet. Das ist eine Rhetorik, die mir fremd ist. Das ist ein langer Weg der Transformation der Gesellschaft, aber auch der Kirche. Und Kirche, das sind wir alle oder viele von uns jedenfalls sind in der Kirche oder auf welche Art auch immer Teilnehmer des kirchlichen Lebens, auch wenn jemand ausgetreten ist, ist er oft präsent. Wir haben die ganze Bandbreite dessen, was Menschen mit Kirche und Christentum verbinden. Und da möglichst viele zu versammeln und nicht einfach nur eine Richtung vorzugeben und zu sagen, die muss es sein, sondern alle mitzunehmen auf dem Weg. Das ist meine Aufgabe als Bischof. Ich kann nicht einfach nur einer Gruppe sagen, ihr habt recht, die anderen gehören nicht mehr dazu und umgekehrt. Sondern hört aufeinander, konzentrieren wir uns auf das Wichtige, schauen wir, dass wir gemeinsam erst einmal Zeugnis geben von diesem menschgewordenen Gottessohn, feiern wir ihn in unserer Mitte, feiern wir eine gute Liturgie, machen wir Hoffnung, sind wir Hoffnungsträger oder sind wir ein Verein,
wo man sagt, naja, das ist ja von gestern. Eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft wird nur dann, glaube ich, allgemein sage ich das einmal, Zuspruch finden, wenn die Menschen den Eindruck haben, ihr habt etwas zu sagen für die Zukunft, für mein Leben. Und nicht, ihr seid eine Institution der Vergangenheit, die hat sich überlebt. Das wird nicht sein, das wird nicht funktionieren. Und so ist die Kirche missionarisch eigentlich in allen Kulturen nach vorne gekommen, wenn die Leute gespürt haben, hier ist Hoffnung, hier wird meinem Leben aufgeholfen, hier wird meine Angst weggenommen vor dem Leben und vor dem Sterben. Und das wird gefeiert in einem großen Fest. Das ist für mich Kirche. Und daran sollten wir weiter arbeiten im neuen Jahr. Vielen Dank für diese Perlenkette von schwierigen und manchmal auch leuchtenden Themen. Sie sind einer, Herr Kardinal, der engsten Berater des Papstes, ein, glaube ich, neunköpfiges Kardinalskollegium, berät ihn. Also Sie sind oft in Rom, zuletzt auch mit dem Thema Synodaler Weg, der im Kardinalsgremium vom Papst, wie es heißt, abgelehnt wurde. Und dabei soll auch ein Wort gefallen sein. Sie gelten ja nun auch als Reformator, als jemand, der, wie Sie es eben sagten, die Impulse aus der Kirche sind Ihnen wichtig. Da sagte der Papst bei einem Treffen, wir brauchen keinen zweiten Martin Luther. Wie hat er denn das gemeint, wenn das so gefallen ist? Da müssen Sie ihn fragen, mir hat das nicht gesagt. Es wird immer wieder zitiert, dass er gesagt habe, eine zweite protestantische Kirche braucht man nicht. Das ist aber doch auch ein bisschen komisch, ne? Also ist das jetzt positiv für die evangelische Kirche oder negativ? Ja, ich weiß es nicht. Also das gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Aber ich weiß, was er damit meint. Ne? Aber er hat das in diesen Gesprächen hat das keine Rolle gespielt. Da geht es ja nicht darum. Ich wehre mich ein wenig erstens dagegen zu sagen, naja, ihr protestantisiert, als sei das sozusagen dann von vornherein ausgemacht, das ist was Negatives. Das gibt es in der evangelischen Kirche natürlich auch. Da höre ich auch manchmal, die katholisieren so, was weiß ich, irgendwelche Gruppen. Und da merkt man, das ist doch konfessionelles Schwadronieren. Es geht doch darum, was muss jetzt vom Evangelium her getan werden? Wie können wir die Zeichen der Zeit deuten im Licht des Evangeliums und im Licht der Geschichte der Kirche? Nicht, wo kupfern wir etwas ab, wo holen wir uns was, weil es jetzt modern ist oder schick ist oder ich weiß nicht. Die beiden Kirchen haben ja beide ihre Probleme. Das heißt, man kann nicht sagen, also, dass das eine Lösung wäre. Nein, wir hatten ein breites Gespräch mit ihm, 2 Stunden mit den Bischöfen. Und das war gut, das war sehr allgemein, weil natürlich die meisten Bischöfe gedacht haben, am anderen Tag kommt er zu diesem interdikasteriellen Gespräch auch noch dazu. Aber da habe ich schon gedacht, 2 Stunden jetzt mit uns, da wird er nicht am anderen Tag nochmal wiederkommen. Das war sehr offen und er hat sehr brüderlich geantwortet, auch keinerlei Schlusspunkt gesetzt für einen synodalen Weg. Das habe ich in Rom nicht gehört. Vom Papst jedenfalls nicht. Und dann, das andere ist ja veröffentlicht, das können Sie nachlesen, die beiden Vorträge der Kardinäle Ladaria und Wellett, als wir 70 Bischöfe alle zusammen waren mit einigen anderen Vertretern der Dikasterien. Aber es haben sich wesentlich nur die beiden gemeldet und haben ihren Vortrag gehalten. Die sind ja veröffentlicht. Das wäre vor 10 Jahren gar nicht denkbar gewesen, dass alle ihre Vorträge veröffentlichen. Das sind Vorträge, das ist noch keine, das ist eine Meinung, aber es ist jetzt kein Beschluss des Papstes. Und deswegen kann ich überhaupt nicht erkennen, dass damit gesagt worden wäre, der synodale Weg ist nicht abzuschließen. Das war ein Vorschlag, es gab einen Moratoriumsvorschlag, das können Sie ja dann nachlesen in dem Vortrag von Kardinal Wellett. Den haben wir aber sehr deutlich zurückgewiesen. Also die meisten Bischöfe haben gesagt, das geht so nicht. Wir sind ja auch nicht alleine Veranstalter des Synodalen Weges, sondern zusammen mit den Laien. Da kann man nicht einfach sagen, die lassen wir mal beiseite. Das ist eine Art, da bin ich nicht so dafür. Also insofern war das ein offenes, auch Kardinal Wellett hat dann gesagt, der Kardinal hat er mich angeguckt, und eine Reaktion, vivace, lebendig, das kann man das so deuten. Also wir haben schon offen gesprochen, aber es war nicht so, dass man sagen könnte, so jetzt haben wir eine Watschen bekommen und jetzt hören wir auf und packen unsere Koffer und der synodale Weg ist damit beendet.
Wer hat denn erwartet, dass diese Diskussion, schauen Sie sich die Texte des Synodalen Weges an, die ja auch keine lehramtlichen Texte sind, das ist ja auch wieder, das muss man einigen ja auch bei uns sagen, also hier wird kein Konzil veranstaltet und wir verkünden jetzt die Lehre der Kirche, sondern es werden Fragen aufgeworfen, aber mit theologischen Argumenten gearbeitet. Wir waren der Meinung, einfach ein Votum zu machen, das ist zu wenig. Finden wir doch auch mal theologische Argumente für ein solches Votum. Aber jeder in Deutschland, in der katholischen Kirche, weiß doch, dass wir weltkirchliche Fragen nicht einfach auf deutscher Ebene lösen und dann sagen, das interessiert uns das in Rom. Das wird es nicht geben, mit mir jedenfalls nicht. Aber es gehört dazu, offen zu sprechen. Und man muss auch nicht jede kleine Äußerung des Papstes, die er nebenbei mal im Flugzeug sagt, also zum unfehlbaren Lehramt erklären. Werdet erwachsen, sage ich gelegentlich. Werdet erwachsen und guckt nicht immer, was Papa macht. Der Synodale Weg ist ja, wie Sie es vorhin sagten, den haben Sie mit erfunden oder wesentlich initiiert. Deutschland ist da auch die Gemeinschaft der Gläubigen, die das auch fordert oder das auch wünscht. Immer stärker kommt der Druck aus den Pfarreien. Wo steht denn jetzt der Synodale Weg? Sie sagten vorhin im Nebensatz, es sind auch andere Länder in dieser Welt auf diesem kirchlichen Weg des Zusammenkommens mit den Laien. Wo stehen wir denn in Deutschland und wie kann man diese Diskussion, Zölibat vielleicht, Wegfall, verpflichtendes Zölibat für die Priester oder Frauen als Priesterinnen, wie kann man denn diesen Weg jetzt trotzdem weitergehen in Deutschland? Naja, erstmal ist er nicht zu Ende. Im März ist dann die letzte Plenaria und dann wird, das ist schon beschlossen, ein Synodalausschuss eingerichtet. Das heißt, das, was der Papst 2015, ich war selbst bei der Ansprache dabei, gesagt hat, die Kirche wird eine synodale Kirche sein müssen für das 21. Jahrhundert. Synodalität ist das, was der Heilige Geist von der Kirche erwartet. So war, glaube ich, die wörtliche Formulierung. Und was das genau ist, habe ich ihm damals gesagt. Ich hatte einen Tag später wegen der Finanzen für Augengespräch mit dem Papst. Ich sage, was Sie gestern gesagt haben, Heiliger Vater, das ist nicht so ohne. Nicht? Sie haben das Wort gebraucht, Chiesa Synodale, als Adjektiv Synodale. Da ist ja dann mehr als zu sagen, die Kirche macht doch mal Synoden. Das ist ja ein Adjektiv, eine Eigenschaft. Das ist ja noch gar nicht ausgefüllt. No. Ja, ich sage, das müssen wir jetzt mal. Das ist nicht so ohne, nicht? Wenn das auf allen Ebenen, dann braucht man auch synodale Bischöfe nachher. Dann braucht man auch einen synodalen Papst. Nicht, dass der gewählt wäre von allen, aber die Haltung, ja, die Haltung. Wenn ich das für die ganze Kirche da, naja, was ich so in meinem offenen Reden dann ihm mitgegeben habe. Und da war mir klar, das wird ein längerer Weg. Das ist ja gar nicht in Deutschland angefangen, sondern das war schon da vorgegeben. Und da ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, ja, wird man eine Beteiligung des ganzen Gottesvolkes am Weg der Kirche, muss man das intensiver gestalten. Das ist im Grunde genommen die offene Frage, wie das passiert. Da muss man nicht abkupfern von woanders, aber wie geschieht das? Man sagt immer, was nicht ist. Kirche ist keine Demokratie. Ja, okay, wissen wir. Kirche ist keine politische Größe. Ja, okay, aber was jetzt? Wie denn? Das heißt also, was ist das Spezifische an einer synodalen Kirche? Einmütigkeit zu finden, die Tradition zu respektieren. Wir fangen nicht an und machen Kirche, machen ein weißes Blatt und wünschen uns eine Kirche und vergessen die 2000 Jahre, die vorher waren. Das geht alles nicht. Also wie man das zusammenkriegt, eine Gemeinschaft, die aus einer großen Geschichte kommt, die sie nicht einfach ablegt. Die Dogmatik, die Lehräußerungen der Kirche sind nicht einfach relativ im Sinne von, können wir alles vergessen, das Glaubensbekenntnis schreiben wir mal neu. So geht das nicht. Aber wie kommt das zusammen? Eine größere Beteiligung des Gottesvolkes bei der Wahl der Bischöfe etwa, bei bestimmten pastoralen Fragen, auch bei Glaubensfragen. Und da ist also ein Punkt jetzt, dass wir in Deutschland sagen, wir müssen mal überlegen, wie das aussieht. Das ist sozusagen ein Vorausschuss, der ist beschlossen. Der wird jetzt gebildet aus den 27 Ortsbischöfen und glaube ich, jetzt muss ich überlegen, 27 Mitgliedern des Zentralkomitees und dann wählt die Synodalversammlung noch Leute dazu. Und die sollen in einem 2-3-jährigen Weg, da sehen Sie, das sind die Dinge, die kann man in 2 Monaten erledigen, mal überlegen, wie kann das denn aussehen? Eine stärkere Zusammenarbeit der ganzen Kirche, etwa für Deutschland. Auch in Übereinkunft natürlich mit dem Kirchenrecht. Und
Das ist schon beschlossen. Also das wird, es wird keinen Weg hinter diese Beschlüsse zurückgehen. Das wird synodaler werden. Und synodal bedeutet eben Einmütigkeit. Natürlich, irgendwann muss man auch Beschlüsse fassen. Da kann man sagen, für bestimmte Beschlüsse muss 2/3 Mehrheit sein. Das haben wir ja gemacht. Oder 3/4 Mehrheit oder 4/5 Mehrheit. Das kann man alles machen. Man muss es nur irgendwann regeln. Für die Papstwahl sind 2/3 Mehrheit nötig. Das ist immerhin ein entscheidender Punkt, 2/3. Deswegen habe ich das auch mit eingefügt damals in die Ordnung. Das hat ja auch Diskussionen gegeben, jetzt bei der Abstimmung im letzten Jahr. Und das wurde aber akzeptiert. Ich sage, wir müssen daran festhalten, sonst ist der synodale Weg auf keinen Fall in Rom zu akzeptieren. Das kann ich euch voraussagen, wenn wir nicht klar sagen, die Bischofskonferenz muss jedem Votum und jedem Text, der hier bearbeitet wird, am Ende mit 2/3 Mehrheit der Bischofskonferenz zustimmen. Und da ist ja einmal ja die Hürde nicht genommen worden. Das zeigt aber auch, dass es funktioniert. Dafür war es ja gedacht. Also es ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber ich verstehe, dass manche sagen, ja, wir haben in unserem normalen gesellschaftlichen Leben einfach immer Abstimmung. Da ist eine Partei, die einen Antrag einbringt, die hat die Mehrheit weg, aus uns. Das wird so nicht gehen. Aber wir müssen einen Weg finden nach vorne hin, unter stärkerer Beteiligung aller Gläubigen. Das ist ganz klar. Und da haben wir in Deutschland einen gewissen Vorlauf, wenn auch natürlich jetzt nicht so intensiv, wie man sich das wünscht. Aber wenn man allein denkt an die Pfarrgemeinderäte, die zusammenreden, all das gibt es ja in anderen Ländern zum Teil erst anfanghaft. Da haben wir eine lange Tradition und das muss man weiter ausbauen. Danke dafür. Sie gelten als Mann der Tat. Auch als durchsetzungsstarker Kardinal. Und da komme ich bei den Recherchen zu unserer Konferenz heute immer wieder auf ein uraltes Buch. Es gab nämlich schon mal ein Gutachten, das wird wohl intern als das Rote Buch bezeichnet. Und es soll seit über 15 Jahren im Tresor liegen und soll nicht veröffentlicht sein. Und es soll schon in Ihrer Amtszeit Ihnen vorgelegt worden sein mit Missbrauchsvorfällen, mit Klarnamen, mit Betroffenen, mit Tätern. Und da frage ich mich jetzt, wieso hat es denn so lange gedauert? Im September diesen Jahres, jetzt vor wenigen Monaten, haben Sie sich zum ersten Mal tatsächlich nach meiner Kenntnis mit Missbrauchsopfern getroffen. Okay. Das haben Sie schlecht recherchiert, mein Lieber. Dann nehme ich gerne, gut recherchiert. Ich gebe die Kollegen die Gelegenheit. 2010 habe ich mich mit Opfern getroffen schon, bevor es eine Anregung gab, durch die Bischofskonferenz das zu tun. Und dann immer wieder, wenn sie es gewünscht haben. 2018 dann, durch die MAG-Studie, kam uns neu ins Bewusstsein, dass wir nicht darauf warten, dass Menschen mit uns sprechen, sondern dass vielleicht aktiver auch auf sie zugehen müssen. Was wir dann auch getan haben im letzten Jahr. Sie haben ja vielleicht den Bericht der Unabhängigen Aufarbeitungskommission zur Kenntnis genommen. In der letzten Woche, ist ja auch in den Medien aufgenommen worden, gab es 2 größere Treffen und natürlich eine ganze Reihe Einzeltreffen mit mir, die nicht in der Zeitung stehen. Ich gebe ja nicht in der Zeitung bekannt, heute habe ich mich mit 2 Missbrauchsopfern getroffen. Also das ist schon mal nicht der Fall. Also das ist klar. Nein, damals war ja noch das ganz anfanghaft. Das ist ja auch bei unserer Veröffentlichung damals gesagt worden. Das können Sie alles nachlesen, der Bericht. Das war datenschutzmäßig, das war nicht möglich, das zu veröffentlichen. Das können Sie aber nachlesen dann da. In den Recherchen steht das ja drin, warum das so ist. Und das war eigentlich nur der Gedanke, und das war zum ersten Mal in einem Bistum zusammen, wir müssen zurückschauen, was ist passiert, was müssen wir tun. Wie muss man auch systematisch was ändern? Wo kommen diese Strukturen her? Im Grunde hat sich das bestätigt. Deswegen haben wir ja auch, hat sich das bestätigt auch durch die anderen Gutachten. Das war nie daran gedacht, das zu veröffentlichen. Nicht weil weil es eben nicht damals, Kellner war schon dabei, datenschutzmäßig, wäre das so nicht gegangen, musste man das überarbeiten. Und deswegen haben wir ja auch diese Kanzlei, die das damals gemacht hat, ja auch. Jetzt, die hat wieder das gemacht und konnte das dann sozusagen weiterführen. Und Sie merken ja an dem Gutachten auch, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen, da haben wir ja Gelegenheit, dann bei der Pressekonferenz, die ja irgendwann sein wird, wie vorsichtig dort argumentiert wird aus diesen Datenschutzgründen. Es wird von Beschuldigten gesprochen.
dass die Medien immer von Tätern reden, ist ihre Verantwortung dann. Nicht? Wenn das, selbst bei bestimmten Leuten, wo man ganz genau weiß, wer es ist, wird der Vollname zum Teil nicht genannt, weil man eben Datenschutz da mit ins Kalkül ziehen muss. Beschuldigt haben die. Sie können das ja alles dann in dem Gutachten nachlesen. Nein, da würde ich jetzt keinen Gegensatz sehen. Wir sind damals angefangen damit, da gab es noch überhaupt keine Überlegung, Gutachten und so etwas. Das war das erste Mal überhaupt, dass man sowas gemacht hat. Wir tun gerade jetzt so, als sei das also alles naheliegend. Sie wissen ja jetzt die Diskussionen auch in dem, im Rechtsbereich, nicht? Wie man damit umgegangen ist. Wir haben das dann in den Schlussfolgerungen veröffentlicht. Das war richtig Aufsehen auch gemacht, kann mich daran erinnern. Das war ja das erste Mal, dass hier auch von Zahlen gesprochen wurde und auch von den systemischen Punkten. Das hat sich alles im Grunde bestätigt durch die anderen Gutachten. Und das ist jetzt noch einmal deutlich zu Ende geführt und eben veröffentlichungsreif gemacht worden. Nachdem wir 2018, das Gutachten von 2018 ist ja 2013 schon in Auftrag gegeben worden. Das hat ja Jahre gedauert. Das ist ja nicht so einfach. Und ist 2000, also noch einmal ein Jahr verschoben worden, glaube ich. Und dann ist es 2018 dann auf die veröffentlicht worden. Vielen Dank, dass Sie mich korrigiert haben. 2010 war das, also 12 Jahre ist es ja. Also wir leben von Fakten. Wir sind fast am Ende unseres Gespräches hier, bevor wir zu den Fragen kommen. Die Abendzeitung hat, wie gesagt, auch schon eine Frage mal reingeschickt. Eine persönliche Frage von mir. Wann haben Sie denn zuletzt den bayerischen ehemaligen Papst Ratzinger persönlich getroffen? Wie geht's denn ihm? Im September. Ich habe jetzt einen Christstollen vorbeigebracht, aber da hatte ich mich nicht angemeldet, wollte nur eben das Weihnachtsgeschenk abgeben, selbstgebackene Plätzchen von den Schwestern und einen Christstollen. Aber im September war ich bei ihm, habe mit ihm gesprochen. Ja, er ist natürlich ein Mann von 95 Jahren, sehr körperlich hinfällig, aber geistig habe ich ihn wach erlebt. Das ist kein Thema. Danke dafür, Christstollen. Auch dem Papst zum Geburtstag ein Christstollen. Aus Bayern. Christstollen. Er konnte das Wort sogar deutsch aussprechen. So, los geht's. Der Kollege Staffen Quandt hat uns eine Frage von EPD geschickt. Herr Kardinal, was halten Sie vom Vorstoß des bayerischen Justizministers Eisenreich, eine unabhängige Ombudsstelle für Betroffene von Missbrauch in der Kirche einzurichten, die Opfer von Missbrauchsfällen begleiten und beraten soll? Eisenreich hat das damit begründet, weil die Kirchen dabei zum Teil noch nicht so gut sind. Ich bin erstaunt etwas. Wir haben ja ein Kabinettsgespräch gehabt, wo wir 2 Stunden über die Thematik gesprochen haben. Und da haben wir ja als Bischöfe ganz offen gesagt, der Staat kann gerne etwas tun. Wenn er eine Ombudsstelle einrichtet, kann er sie aber nur einführen für alle dann. Das ist der Punkt. Aber der Staat hat keine Anstalten gemacht, bis jetzt etwas in die Richtung zu unternehmen. Also diese Kritik nehme ich nicht an. Ich bin erstaunt auch, wenn man mal ein bisschen recherchiert. Also muss man noch nicht mal groß recherchieren. Wir haben ja miteinander gesprochen. Dann hätte ich auch erwartet, dass man uns auch mal fragt, dass man das Gespräch noch einmal intensiv im Detail führt, was wir alles schon getan haben. Bis jetzt nicht. Und da muss ich sagen, ich bin sehr dafür, dass der Staat sich weiter noch intensiver engagiert, aber dann muss er das ganze Feld in den Blick nehmen. Dann geht es um sexuellen Missbrauch in allen Bereichen, auch der Kirche natürlich. Aber ich wüsste keinen anderen Bereich, überhaupt einen anderen Bereich, wo auch nur annähernd das unternommen wurde, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich sehe nichts. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommen kann, also jedenfalls auf unser Bistum mal bezogen, zu behaupten, die Kirche kann es nicht, die macht nichts. Das ist unglaublich. Muss man doch nur lesen. Braucht nur mal hinschauen. Betroffenenbeirat, unabhängige Aufarbeitungskommission, Treffen, dann die auf Bundesebene die entsprechenden Anerkennungsleistungen, die sind strittig, das ist richtig, aber das ist ein Weg, der eben außerhalb der Rechtsansprüche läuft. Das ist nicht so einfach gewesen, das hinzubekommen. Allen eine Möglichkeit zu geben, auch die keine Rechtsansprüche anmelden können, weil die Täter oder die Beschuldigten lange tot sind, trotzdem ihnen eine Möglichkeit zu geben.
wenn Sie plausibel etwas erzählen können aus Ihrer Lebensgeschichte. Und dann im Bereich der höheren Summen der Schmerzensgeldtabellen zu bleiben. Das ist kein, damit ist der Rechtsweg nicht abgeschlossen. Jeder kann den Rechtsweg beschreiten. Jedes Opfer kann den Rechtsweg auch beschreiten, das ist ja klar. Aber wir wollten doch wenigstens etwas tun. Dazu braucht man eine gewisse Vergleichbarkeit. Nichts in anderen Bereichen. Das ist das einzige Feld, wo überhaupt etwas geschieht in diesem. Naja, im Sport gibt es auch. Aber gibt es auch diese. Durchaus diese Skandale. Ja, gibt es da eine Aufarbeitung in der Richtung? Das ist doch nicht der Fall. Natürlich gibt es sexuellen Missbrauch gibt's überall. Das müssen wir hier nicht klären. Ich glaube, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Mir geht es ja darum, was wird getan in den Organisationen, um das zu verhindern, die Präventionsmaßnahmen. Wo sind sie? Wo evaluiert der? Der Staat könnte ja die Präventionsmaßnahmen in allen Bereichen evaluieren. Wäre sehr gut, fände ich sehr gut. Bitte, bitte. Nichts dagegen. Aber nicht sagen, ihr tut nichts. Das stimmt. Vielen Dank für das Statement dazu. Die Kollegin Nina Job von der Abendzeitung hat zwei Fragen. Geflüchtete aus der Ukraine sind in Klöstern und anderen Gebäuden der Erzdiözese untergekommen. Kann man da was sagen dazu? Habe ich jetzt keinen Überblick. Es war jedenfalls nicht so intensiv, also obwohl die Zahlen höher sind. Also da muss ich mich jetzt ein bisschen auf offenes Feld bewegen. Wie in der Krise 15-16, da war der Druck stärker auf öffentliche Gebäude, auch Turnhallen, da war das ja ähnlich. Hier war im ersten Schub, und da ist es bis jetzt auch geblieben, sehr stark eine private Unterbringung, die war viel stärker, als sie 2015-16 war. Das ist mein Eindruck. Und deswegen habe ich jetzt nicht den Überblick, es kam nicht so die große Anfrage, machen wir jetzt Schulen offen oder in Klöstern sind sicher einige untergebracht. Aber es ist jetzt erst der Punkt erreicht, höre ich aus den Kommunen auch, dass man wieder überlegt, man muss die Menschen, die vielleicht jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr privat untergekommen sind, da wächst der Druck, das geht nicht auf Dauer. Ja? So ist mein Eindruck, da wird man Wege finden müssen. Und wir sind bereit dafür, und das gilt sicher auch für andere Institutionen, denn wie die Kommunen sagen, ich kann das auch nur aufnehmen, ist die reine Zahl der Flüchtlinge ist ja, liegt ja zum Teil drüber, nicht, über dem, was damals war. Aber es ist eine andere Flüchtlingsbewegung. Die ukrainischen Flüchtlinge sind im Wesentlichen privat untergekommen und suchen jetzt auch private Wohnungen. Sie möchten ja nicht in Turnhallen untergebracht werden, nachdem sie ein halbes Jahr hier sind, denke ich mal. Und das ist bei dem Wohnungsmarkt natürlich auch schwierig. Danke dafür, liebe Kollegin. Sie hat noch eine zweite Frage, die stelle ich nachher. Bitte jetzt Fragen aus unserem Journalistenkreis. Ich würde hier bitte vorne beginnen, dann Dr. Siegert, dann Manfred Otzelberger, dann bitte Sie und dann bitte sehr gern der junge Herr ganz hinten. Bitte holen Sie sich das Mikro. Das ist Kleinjung, aber nicht jung. Danke. Herr Kardinal Marx, mein Name ist Michael Lukan, Bayern Pixel. Ich habe eine Frage zum Klima. Sie haben vorhin kurz die letzte Generation erwähnt und haben das so ein bisschen abgetan. Die letzte Generation, den Namen als übertrieben gefunden und ja, das Leben ging weiter. Das ist ja genau das Ziel der letzten Generation. Die letzte Generation befindet sich ja nicht als die letzte Generation per se, die jetzt lebt, sondern als die, und sie meint im Grunde genommen alle Menschen, die letzte Generation, die jetzt noch etwas tun kann, um die große Klimakatastrophe zu verhindern. Ist es denn nicht im Sinne der Kirche, in ihrem Sinne, diese Aktion zu unterstützen? Weil die letzte Generation ja im Grunde genommen, wenn ich es in kirchlichen Worten sagen darf, die Schöpfung bewahren will. Was sagen Sie denn eigentlich zu den Aktionen, die aus meiner Sicht im Sinne der Kirche sein müssten, die letzte Generation macht? Ja, ich wollte das nicht relativieren, also das möchte ich klarstellen. Also ich nehme das sehr ernst und finde es auch großartig, was gerade in den letzten Jahren die junge Generation da auf den Weg bringt. Die Methoden, da bin ich einfach nicht der Meinung, dass man im Rahmen des Rechtsstaates bleiben soll. Das finde ich schon. Aber ich kann auch nicht sagen, ob die Bewegung so geschlossen ist, nur eine Meinung hat.
Also der Papst hat in Laudato Si da sehr deutlich gesprochen, die Kirche steht auf der Seite derer, die die Schöpfung bewahren wollen und die alles verhindern wollen, was endgültig und unwiderruflich Veränderungen bringt, die nicht wieder gut zu machen sind. Das ist klar. Aber man muss auch versuchen, eben alle mit ins Boot zu nehmen. Man muss eben eine Mehrheit finden. Und da muss man auf dem Boden des Rechtsstaats bleiben. Aber ich kann den Eifer und die Leidenschaft, die dahinter steckt, durchaus nachvollziehen. Vielen Dank dafür. Herr Dr. Siegert, bitte würden Sie das Mikrofon weiterreichen. Danke sehr. Herr Kardinal, als sehr alter Mensch ist man angewiesen auf die Gottesdienste im ZDF beispielsweise. Gestern eine Predigt von einer Waldenser Pfarrerin. Ich habe noch nie eine so ergreifende Predigt zu Maria gehört, die uns den ganzen Tag beschäftigt hat. Und ich habe festgestellt, dass die evangelischen Gottesdienste im ZDF wesentlich kreativer sind, dass sie einem wesentlich mehr mitgeben für die Woche, dass wesentlich mehr Personen aus der Gemeinde zu Wort kommen, also auch verschiedene Personen verschiedener Herkünfte. Und dann kommt der katholische Gottesdienst, der kommt manchmal wie ein Betongottesdienst runter. Es ist genau das Ritual, zack, 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 man weiß es. Es kommt eine Predigt, die man schon als 92-Jähriger mindestens schon mal 85 Jahre lang gehört hat. Und das bringt das nichts. Das und, ein bisschen, das es ist ein bisschen pauschal ja, jetzt, aber ein bisschen muss sich etwas bisschen bewegen. Warum sind die evangelischen Pfarrerinnen so begabt im Predigen? Und wir haben... Müsste ja die Kirche immer voll sein dort. Ja, weil sie geschult werden. Okay, die Frage ist angekommen. Ja, okay. Herr Doktor, die Frage ist verstanden. Einfach mal, wenn man diese Gottesdienste kombinieren könnte, wenn man das Gute von evangelischen Gottesdiensten und das Gute von katholischen... Gut. Herr Dr. Sieger, die Frage ist verstanden. Wir haben auch den Zwischenruf. Anliegen zu Weihnachten. Ich würde so sagen, ich kann Ihr Anliegen verstehen und das ist auch okay. Die Qualität der Gottesdienste wird für die Zukunft der Kirche von großer Bedeutung. Das ist meine Überzeugung und deswegen ist das auch ein Anliegen, was ich habe für unser Bistum. Das ist ein neuer junger Priester, der jetzt auch da die Abteilung übernimmt, der jetzt, bis jetzt bei mir Zeremoniar war. Und da habe ich schon gesagt, wir müssen darauf achten. Das betrifft alles. Ist übrigens in den Rückmeldungen aus den anderen Ländern bezüglich der allgemeinen Synode der Weltkirche ist das überall gekommen, die Qualität der Predigt. Haben Sie denn den Gottesdienst gesehen, den ich gehalten habe am Christkind? Im Christkönigssonntag. Aber glaube ich, in der ARD war das aber. Das war in der ARD. Dann gucken Sie nicht. Ich wollte nur hören, ob ich auch so schlecht war. Ich wollte nur wissen. Aber es ist ja nicht immer der Kardinal. Nein, das stimmt. Die Pfarrer sind überfordert und ihre Predigttexte sind aus dem Buch. Nein, das dürfen Sie eigentlich nicht, ja gut. Herr Doktor, es ist angekommen, wir haben auch alle... Das Qualität muss immer gut sein, ja. Dass da Frauen in der Kirche sind, in der evangelischen Kirche, die das Wort Gottes hervorragend herüberbringen. Absolut. Und die haben wir nicht. Also das ist die Vorlage Maria 2.0, das Fass machen wir jetzt gerade am Ende unseres Treffens nicht auf. Danke, Herr Dr. Siegert, dass Sie das Wort Maria benannt haben, es ist angekommen. Und jetzt wollte ich Sie, lieber Kollege... Mein Name. Herr Kardinal, ich habe mal eine theologische Frage, damit wir nicht dauernd immer bloß von Kirchen austreten, Kirchensteuer oder von Missbrauch reden, sondern nur mal den Kern eigentlich Ihres Geschäftes, wenn ich das so sagen darf. So hat sich der Herr Bedford Schroms ausgedrückt, als ich dieselbe Frage auch mal an ihn stellte. Was ist denn jetzt die Frage, wenn ich... Wir alle hier, die meisten werden doch im Religionsunterricht gewesen sein in jungen Jahren. Und da haben wir alle gelernt, drei Eigenschaften Gottes. Das eine
das ist, Gott ist allwissend. Mein Religionslehrer sagte immer, er guckt in alle eure Herzen rein, das kann er. Und das Zweite ist, er ist allmächtig. Und das kommt ja auch drin vor in unserem Vater Unser, wo es heißt, dein ist die Kraft. Und das Dritte ist, er ist allbarmherzig. Wir sind ja seine Geschöpfe. Er hat uns erschaffen und er liebt uns. Das gehört in der Bibel. Lieber Kollege, was ist denn die Frage jetzt? Ja. Und jetzt komme ich zu der Frage. Das zurzeit ist doch unser großes Problem, ist der kommende Krieg oder der bereits vorhandene Krieg in der Ukraine. Heute steht wieder in der Zeitung, eine Winteroffensive wird vorbereitet. Und da frage ich mich, warum nimmt eigentlich Gott nicht seine Möglichkeiten zusammen? Und er könnte doch innerhalb, das wäre ein Federstrich nur, er könnte dem Putin könnte er einen Herzinfarkt schicken, er könnte ihm einen Schlaganfall schicken und innerhalb von 3 Tagen wäre alles aufgelöst. Danke sehr. Ja, also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Sache, die kann man jetzt nicht einfach so abhandeln. Neulich war eine Gruppe von jungen Priestern bei mir. Und da sagte einer, Herr Kardinal, die kommt immer so in Weihejahrgängen zu mir, Gespräch, Abendessen, Messe und so weiter. Wir müssen mehr über Gott reden. Und da habe ich gesagt, nein, weniger. Das war eine Provokation, ich gebe es zu. Aber was wissen wir denn über ihn? Ein bisschen zurückhaltend sein, was wir alles uns reinfantasieren. Natürlich braucht man Begriffe. Der Karl Rahner hat einmal gesagt, jede Aussage über Gott, jedes Wort, jedes Bild erst recht, selbst Glaubensbekenntnis, selbst Sätze der Heiligen Schrift sind immer analog zu verstehen. Was Analogie ist, hat das Konzil, um theologisch mal zu werden, das Laterankonzil von 1215 gesagt. Das heißt, jeder Satz ist unähnlicher der Wirklichkeit als ähnlich. Wir müssen reden. Aber wir müssen wissen, also erklären, Gott verstehen, aber ein bisschen Zurückhaltung. Deswegen wollte ich das einfach nur mal sagen, was er alles tun soll, was er hätte tun können und warum er nicht hätte tun, tun. Es ist das absolute Geheimnis. Unser Anhaltspunkt ist der Mann aus Nazareth. Mir fiel neulich mal wieder ein, bei einem Text wurde ein Hinweis gegeben auf das Grab von Johannes Rau. Johannes Rau liegt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, neben der Katholischen Akademie. Ich habe das Grab schon gesehen, aber ich hatte das vergessen. Da steht einfach Johannes Rau, geboren, gestorben und unten drunter, dieser war auch einer mit dem Jesus aus Nazareth. Also das, was die Magd dem Petrus sagt, bevor er seinen Verrat vollzieht. In der Luther-Übersetzung. Daran halten wir uns, wenn das mal über meinem Grab steht. Der Max, das war auch einer aus dieser Jesus-Truppe. Das wäre mir genug. Das heißt, über Gott zu reden können wir nur, wenn von ihm her ausgeht. Das ist der wesentliche Punkt des Christentums. Und ansonsten ist Vorsicht geboten. Aber jetzt merken Sie, würde ich schon zu einer Vorlesung ansetzen, das ist nicht der Ort hier. Also vielen Dank dafür, eine sehr, sehr geistreiche Antwort. Manfred Otzelberger, bitte. Manfred. Ja, Herr Marx, Sie sind ja relativ populär. Und relativ, sage ich. Ich erleichtert jetzt. Und relativ glaubwürdig im Vergleich zu anderen Mitgliedern. Also, ich spiele jetzt auf Kardinal Wölki in Köln an. Also leiden Sie nicht wie ein Hund, dass diese Personalie bis heute nicht gelöst ist. Also die Kirche, der Papst hat ihn nicht entlassen, der Papst hat ihn nicht abberufen. Und das strahlt ja auch auf Sie bei Ihren integren Versuchen hin, Probleme zu lösen. Also Sie hatten noch keine Demonstrationen gegen sich als Person, wie Kardinal Wölki sie quasi wöchentlich hat. Also ja, was ist denn da los? Okay. Also ich meine, die Kirche tut so, als ob sie ewig Zeit hätte und ewig alles aussitzen kann. Und jedes Jahr sind Hunderttausende Leute weg und machen eine Abstimmung mit den Füßen. Danke dafür. Gut, ich glaube, ich will jetzt auf den Causa natürlich hier nicht innerlich eingehen und über ihn reden, sondern einfach das, was ich schon öffentlich gesagt habe.
und was auch in Übereinstimmung ist mit dem, was wir im Synodalen Weg diskutieren. Sowohl die Frage, wie jemand in ein Amt kommt, transparenter zu gestalten, wie auch, wenn es nicht mehr geht. Das ist ja erstmal der Punkt. Gibt es überhaupt Verfahren, um an einem Punkt zu sagen, hier hat sich was verknäuelt? Gibt es ein Verfahren, um sich von einem Bischof zu trennen? Und das haben wir nicht. Es liegt alles in Rom beim Papst. Und das finde ich suboptimal. Aber Sie haben doch schon mal einen Kardinalskollegen öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Wüsste ich nicht. Das Wikipedia sagt das auf Zeile 95. Auf Wikipedia müsst ihr mal wieder gucken, was da alles steht. Nee, aber kein Kardinal. Ich weiß nicht, wen meinen Sie denn? Den Augsburger Bischof, den früheren? Ja. Gut, das war ja eine konkrete Situation. Habe ich ihn auch nicht zum Rücktritt aufgefordert. Das stimmt auch wieder nicht. Sondern wir haben miteinander gesprochen, da waren die Diskussionen. Und ich habe ihm damals im persönlichen Gespräch gesagt, es ist besser, wenn du dein Amt im Augenblick ruhen lässt, bis die Dinge geklärt sind. Das ist etwas anderes. Und das gilt ja hier auch. Wir haben keine Verfahren dafür. Es müsste Verfahren geben. Eine Visitation ist gelaufen in Köln. Aber keiner weiß, was da drin steht im Bericht. Und das sind, ich will nur reagieren darauf, ich glaube auch, da bin ich bei Ihnen, jetzt unabhängig von der inhaltlichen Beurteilung, es muss auch hier Verfahren geben, die einsichtig, transparent sind, wo man sagt, ein Konflikt, da gibt es eine Mediation oder es gibt ein bestimmtes Verfahren, wo man, es kann ja auch sein, dass also Pressure Groups da sind und es kann alles Mögliche passieren, das erlebe ich ja schon in der Pfarrei auch. Aber in den Pfarreien gibt es das ja auch, also man muss immer mal gucken, wie löst man das dann, ne? Aber es ist niederschmetternd, was in Köln abläuft. Ja, ich bin weit weg, aber ich höre es auch, dass es doch eine Situation ist, die schwer erträglich ist für die Leute auch. Okay, dann erstmal vielen Dank dafür. Wir haben jetzt 2, 3, 4 Fragestellungen noch. Ich bitte um kurze Fragen und um ganz kurze präzise... Das habe ich nicht gesagt. Bitte hier, der Kollege, wenn Sie Ihren Namen sagen und das Medium möglicherweise... Das war schon noch klein. Tilman Kleinjung, Bayerischer Rundfunk in München. Herr Kardinal, wir haben ja als BR vor 10 Tagen eine umfangreiche Recherche zur integrierten Gemeinde veröffentlicht, zur katholisch integrierten Gemeinde, wo sektenartige Zustände in dieser Gemeinde gezeigt wurden, um es vorsichtig auszudrücken. Die Betroffenen, aber auch die Visitatoren dieser Gemeinde sehen auch eine Mitverantwortung beim Erzbistum. Wie sehen Sie das? Ja, in gewisser Weise beschäftige ich mich ja mit dem Thema, seitdem ich hier bin. Am Anfang war das natürlich alles noch eine sehr positiv dargestellte, auch in vielen Medien positiv dargestellte Gruppe, auch theologisch kompetent. Aber im Laufe der Zeit, vielleicht hätte man das schneller erkennen können, das weiß ich nicht, wurde ich doch damit konfrontiert. Und dann haben wir ja am Ende, als der Generalvikar Bär und ich, wir haben immer wieder darüber gesprochen, ich sage, es geht so nicht weiter, und dann haben wir eine Visitation durchführen wollen, konnten sie aber nicht durchführen, weil die andere Seite nicht mitgemacht hat, sodass nur ein Bericht bei mir ist, der aber keine wirkliche Visitation ist, das ist der Punkt, weil ich die andere Seite nicht habe. Nicht? Das ist vielleicht auch der Punkt für die Berichterstattung bei Ihnen, ich weiß nicht, ich habe das nicht gesehen, die Dokumentation. Also die Verantwortlichen der anderen Seite, man hört immer nur eine Seite, das ist ja das Problem nachher. Aber ich denke, man wird da dranbleiben müssen. Und auch nochmal, die Kontakte sind ja da. Das ist nicht einfach, manchmal Gruppen auch wirklich dann realistisch in den Blick zu nehmen und wirklich zu sehen, was ist denn passiert? Und wer ist verantwortlich? Namen, wer hat was gemacht? Wer hat wie, wann, wo gesprochen? Der Visitationsbericht ist insofern, gibt ja Tendenzen an, oder der Bericht, aber es ist noch kein rechtlich fassbares Ergebnis. Aber ich glaube, das ganze Feld der Aufsicht über kirchliche Gruppen, wir haben ja immer wieder neue Gruppierungen, die entstehen, auch spirituell mit voller Begeisterung und manchmal nach ein paar Jahren spürt man, dass sich da auch was verfestigt oder Jüngerschaften entstehen. Oder deswegen, also ich bin da, das muss ich zugeben, hellhöriger geworden als vor 40 Jahren, als ich 42 Jahre, als ich Priester wurde. Und natürlich die geistlichen Bewegungen, die Neuaufbrüche, alles sehr positiv gesehen wurden. Und da ist ja auch viel Positives passiert, aber man
glaube ich, muss immer wieder genau hinschauen. Das ist jedenfalls eine Lehre, die ich daraus ziehe, bis jetzt. Herr Kleinjung, vielen Dank. Herr Kardinal, vielen Dank. Da merkt man mal, wie ähnlich unsere Berufssparten sind. Journalisten recherchieren, wer hat es gesagt, Fakten. Ja gut, wenn ich ein Urteil nachher filme, und das war ja der Sinn der Visitation, war ja, dass wirklich ein objektiver Bericht bei mir ist. Aber ich habe eben jetzt die andere Seite, dann habe ich ja den Verein aufgelöst. Das wissen Sie ja, das mache ich nicht mit. Ist ja nicht nur im Erzbistum München und Freising, sondern auch in anderen Bistümern, dann wird dieser Verein aufgelöst. Ja, das habe ich dann gemacht. Insofern gibt es die integrierte Gemeinde nicht mehr. Vielen Dank. Dort, Herr Kollege, meine Frage, genau. Bitte mit Namen und Medium. Johannes Winkler, auch vom BR, gingen auch zwei Fragen. Okay. Die erste Frage, die Zahlen zur Religiosität sind ja nicht nur in Deutschland alarmierend, jetzt die neue Umfrage. Es gibt ja auch Irland, Frankreich, auch Südamerika, Italien. Was manche sagen sozusagen, die wahren Gläubigen bleiben drin, quasi der heilige Rest. Was glauben Sie, wie geht denn der Papst mit solchen Zahlen um? Und ja, er sieht das auch, er ist ja aus Argentinien, ist ja nicht anders, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass der Gottesdienstbesuch in Buenos Aires viel höher liegt als in München. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist Messi der Messias. Ja, ist Messi vielleicht. Also die Stadien, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das ein Gesamtprozess. Und ich glaube nicht, dass es, ich wiederhole mich, da einfache Maßnahmen gibt, sondern die Religiosität in der Vergangenheit war natürlich sehr eng auch verbunden mit nationalen Kulturen und geschlossenen Gesellschaften, Familien, die das weitergelebt haben. Christ sein, katholisch sein, protestantisch sein, gehörte zur Familienidentität, ja, bis in unsere Kindheit hinein doch. Und der Schritt, diese Identität hinter sich zu lassen, war am Anfang sehr schwer, ist aber jetzt viel, viel leichter gefallen, weil es also nicht mehr sozial sanktioniert wird, sondern im Gegenteil, man sagt, ach, du bist noch in der Kirche, ach, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, so ändert sich das, ne? Und früher war es umgekehrt. Das kann doch nicht sein. Jetzt kann man sagen, ja, woher kommt das? Natürlich kann ich jetzt viele Punkte nennen. Der Individualismus, der auch die positive Seite der Freiheitskultur hat. Das ist eine freie Gesellschaft. Generationen vor uns konnten nicht entscheiden, noch nicht mehr entscheiden, manchmal, wen sie heiraten wollen. Ja. Und erst recht nicht, welche Religion oder ob einer homosexuell ist oder nicht. Oder ob einer wieder heiraten will und sich scheiden lässt. Das sind ja alles Dinge. Da sagen wir, das ist doch selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, aber für die Generation meiner Eltern war das noch nicht selbstverständlich. Das ist meine Lebenszeit. Ja, ich kann mich gut erinnern, meine Mutter beim Abendessen sagte, das kann doch nicht sein, der lässt sich scheiden. Das war das erste Mal mit 10 Jahren, dass ich das Wort Scheidung gehört habe. Das galt als riesiger Skandal. In so einem kleinen Städtchen, kein Dorf. Und ja, so ist das. Also insofern müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Identität des Christentums oder des Katholischseins nicht automatisch zur Identität der jeweiligen Familie gehört. Und das ist für die Eltern oft ein riesiger Schmerz, wenn sie sehen, dass ihre Kinder die Enkelkinder nicht taufen lassen. Es ist ja nicht alles so, als sei das nur gleichgültig oder als sei das ohne Schmerzen. Ein solcher Prozess bringt viele Schmerzen hervor. Diskussionen, Auseinandersetzungen und eben auch die Frage, ja, können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, wo es diese verbindenden Elemente nicht gibt oder gibt es überhaupt nur so viel zivilgesellschaftliche Gruppierungen und da ist etwas und da ist der Tennisclub, das ist meine Heimat und ist darüber hinaus ein Fundament? Ist nicht doch eher, am liebsten würde ich predigen vielleicht in der Nacht. Weihnachten ist die Grundlage unserer Zivilisation. Setz dich mal einfach in den Raum. Gut, mit all dem, was da zusammenhängt. Mit der ganzen Frage eben, gibt es eine Gemeinschaft aller Menschen? Gehören wir zusammen? Gibt es eine Geschwisterlichkeit aller Menschen? Gibt es eine Hoffnung über den Tod hinaus? Wir könnten uns unsere ganze abendländische Kultur gar nicht vorstellen, ohne diese Impulse. Und was kommt dann? Was kommt daneben? Nur das iPad und morgen, wow, es ist doch
Okay, das iPad ist ja nicht schlecht, ich benutze es ja auch. Man muss sich doch auch mal fragen, wo sind denn große geistige Richtungen, auf die wir zulaufen wollen, wo wir hingehen wollen. Bewahrung der Schöpfung ist gut, aber was machen wir in der Schöpfung? Bewahren ist noch nicht das Programm. Es muss ja, wie leben wir zusammen? Welche Kultur entwickeln wir? Welche Bilder, welche Musik? Welche Gedanken? Also so ausgemacht ist das nicht mit dem Ende der Religion. Vielleicht transformiert sich da etwas. Aber auf jeden Fall, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es war, in geschlossenen Gesellschaften, das ist ausgemacht. Aber wie es sein wird, da bin ich neugierig, ich möchte meinen Beitrag leisten. Es wird Kirche geben, es wird Gemeinschaft geben, der Mensch braucht Gemeinschaft, er braucht die 1500 Seiten von Habermas. Glaube und Wissen habe ich alle gelesen, jede Seite. War die Pandemie mir hilfreich. Ja. Abends von 9:30 bis 10:30 jeden Tag, wenn ich da war. Wenn ich zu Hause war. Eine Stunde. Und das endet mit dem Gottesdienst. Die ganze Diskussion über Glaube und Wissen durch die ganze abendländische Geschichte großartig geschrieben. Am Ende kommt der Punkt, ja, was ist denn, was bleibt denn? Er sagte, er, der religiös unmusikalisch ist, wie er ja mal gesagt hat, der Gottesdienst. Solange ein Ort da ist, wo eine Wirklichkeit angerufen wird und gefeiert wird, die nicht einfach mit uns verrechenbar ist. Solange das anschlussfähig bleibt und die Leute spüren, hier ist ein Raum, der aufgeht, solange geht es auch weiter. Wie immer das aussehen wird, das ist nicht seine Sache, über Kirche zu spekulieren, aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Aber es ist ein langer, langer, langer Weg. Und es sollten die, die also immer auch mit Triumph, was habe ich mal mit dem Eindruck, die Kirchenaustrittszahlen verkünden und gucken, hoffentlich sind es wieder ein paar mehr, dann können wir nochmal die Schlagzeile noch ein bisschen größer machen. Da sollten ein paar Gedanken daran verschwenden, dass das nicht einfach ohne Schmerzen zu haben ist. Zweite Frage wäre, dieses Jahr kam ja auch die Kurienreform, Papst Franziskus hat ja auch einige Reformen angestoßen, allerdings gab es ja auch Schwierigkeiten bei den vatikanischen Finanzen, gab es auch personelle Turbulenzen, auch was den weltweiten Umgang mit Missbrauch angeht, heißt, dass Sie da auch viel strengere Regeln gehabt hätten, als dann kamen. Glauben Sie, der Papst ist zufrieden mit den Reformen, weil er sie ja umgesetzt hat, oder hätte sich da und dort gern mehr gewünscht? Die Umsetzung beginnt ja erst. Also ein Text ist das eine, da kann ich natürlich als Bischof auch jeden Tag, manchmal sage ich dem Kaplan, wenn wir abends wiederkommen, jetzt will ich noch ein bisschen regieren, dann unterschreibe ich eben, was weiß ich, 20 Mappen von Ernennungen bis Ordnungen oder ich weiß nicht, was alles nicht. Aber damit ist das ja noch nicht in der Welt. Also man braucht Personen, die das umsetzen. Der Grundgedanke, der ist ja auch nicht von uns gemacht worden, der Papst hat das selber dann gemacht. Das eine war, was wir vorgeschlagen haben, auch ein bisschen zähflüssig das Ganze, hätte ich mir auch ein bisschen dynamischer vorstellen können. Und dann war das noch ein Jahr lang, hat der Papst selber daran gearbeitet. Also mehr sage ich nicht dazu. Und dann kommt natürlich hinzu, haben wir die Personen, die Führungspersonen da, die auch wirklich in einer neuen Weise die Organisation vorantreiben. Da muss er selber sehen. Also das ist jetzt am Beginn. Das ist der Beginn eines Beginns bei der Kurienreform, würde ich sagen. Vielen Dank dafür. Und die Finanzen, da bin ich selber ein bisschen mit beteiligt, aber ich glaube, dass wir schon in den 10 Jahren besser geworden sind als vorher. Danke, bitte sehr. Britta Schuldejans von der dpa, auch eine Frage zu Finanzen. Die beiden großen Kirchen verhandeln ja gerade mit der Bundesregierung über die Ablösung von Lauter. Okay, über die Ablösung von staatlichen Geldern für die Kirche. Was wünschen Sie sich für diese Verhandlungen? Und die zweite Frage, was sagen Sie denn zu den Gerüchten, dass ein deutscher Bischof Präfekt der Glaubenskongregation werden könnte? Ach so. Danke. Das zweite würde mich ja vielleicht, kommt drauf an, würde mich vielleicht freuen. Ich weiß nichts, ich habe nichts davon gehört. Die Staatsleistung, das ist ein Thema seit der Weimarer Reichsverfassung. Und deswegen ist es etwas kompliziert. Im Grunde genommen steht in der Öffentlichkeit, aber hier sind ja Medienvertreter, ich kann Sie immer nur wirklich herzlich bitten, sehr differenziert dieses Thema anzuschauen. Hier geht es nicht darum, dass die Kirche Geld will, sondern dass der Staat
die rechtlich verpflichtenden Leistungen ablösen will. Das heißt, am Ende wird die Kirche auf eher verzichten müssen. Darum geht es ja. Also das wird völlig verdreht, ne? Als würden wir was Zusätzliches fordern. Darum geht es gar nicht. Der Staat möchte nur endlich das lösen. Er. Und wir haben ja gesagt, wir sind ganz dafür. Bitte, gerne. Wir haben nichts gegen die Ablösung der Staatsleistung. Aber es muss nach Recht und Gesetz gehen. Und da ist seit Jahrzehnten immer wieder die Diskussion, die Länderregierung hat nicht so das Interesse daran, weil sie nachher natürlich zahlen müssen. Also viele waren der Meinung, lass es doch, wie es ist, bei den regelmäßigen Leistungen, fertig. Aber wenn man es einmal ablöst oder in 10, 15 Jahren ablöst, muss man sich irgendwie einigen. Aber da, denke ich, sind die Verhandlungen da und im Konkordat etwa mit der katholischen Kirche, betrifft die evangelische Kirche sogar noch etwas mehr als die katholische Kirche, da ist ja im Konkordat drin, also man wird diese Dinge freundlich lösen. Das heißt, man kann hier nicht einfach gegeneinander stehen. Und da ist die Federführung beim Innenministerium, glaube ich, im Augenblick. Die letzten Punkte habe ich nicht, aber ich habe klar wahrgenommen, dass die Ampelregierung dies lösen will. Und dazu ist notwendig ein Bundesgesetz. Wie das genau aussieht, muss man überlegen, wie detailreich das sein wird oder ob man den Ländern dann Spielraum lässt. Dann sind die Länder dran und man wird sich irgendwie einigen. Also wir sind für Einigung offen. Aber es muss auch so sein, dass man nicht einfach sagt, ihr wollt etwas, die gierigen Kirchen wollen Geld vom Staat. Ja, das ist wieder die Melodie, die angestimmt wird. Also bitte mal die Rechtskultur anschauen. Was in den 200, man kann auch nicht sagen, was war das denn 1803 wert? Wir leben heute 2021, was hätte man damit machen können? Und was hat der Staat und andere damit gemacht mit dem? Also das ist ja, die Überlegung der damaligen Welt war ja, wir haben Pfründen, also wir haben landwirtschaftliche Flächen, wir haben Land, im Grunde genommen war das der wesentliche Punkt für Jahrhunderte, die finanzielle Grundlage der Kirche. Ja, das ist der Punkt gewesen. Das heißt, man braucht das über Generationen, muss man das nutzen können. Das hat man nicht gekonnt. Okay, wir haben dafür die Leistung bekommen. Und jetzt will man das ablösen? Auch okay, 100%. Machen wir. Hoffentlich gibt es eine gute Einigung. Aber bitte nicht sagen, ja, die Kirchen können doch einfach verzichten. Und so, also das ist natürlich, wahrscheinlich kriegen sie da Lob von ihren Lesern, nicht, wenn sie da richtig draufhauen, aber sauber ist es nicht. Vielen Dank. Herr Meyer-Siemet, bitte. Meyer-Siemet, ich bin BR-Mitarbeiter im Ruhestand. Ich muss leider noch mal auf die leidige Frage Missbrauch zurückkommen, die uns ja wahrscheinlich noch eine ganze Zeit beschäftigen dürfte. Wenn im Finanzamt München III ein Sachbearbeiter einen Lehrling, weiblich oder männlich, im Besenkammerl zu nahe tritt, dann bestehen große Chancen, dass er sofort fliegt. Da drüben beim Kaufhaus Beck dürfte es ähnlich sein. Bei der katholischen Kirche ist es ein bisschen anders. Sie hat nämlich über Jahrhunderte dem Ganzen auch noch wissentlich oder unwissentlich, willentlich oder unwillentlich Vorschub geleistet. Die europäische Literatur und die europäischen Geschichtsbücher sind voll mit kinderreichen Päpsten und vögelnden Kardinälen, pardon, und Priestern, ja, die dem sechsten Gebot, ziemlich fern stehen. Wäre es nicht einfach, wenn die katholische Kirche sich auf das besinnen würde, was in einem Rechtsstaat heutzutage üblich ist? Wenn so etwas passiert, dann fliegt der Mitarbeiter. Das könnte man den jungen Priesterseminaristen schon im frühen... Mit welchem Recht behaupten Sie, dass jetzt, heute in der Kirche Menschen beschäftigt werden, die Kinder missbraucht haben? Nein, nennen Sie mir einen Fall. Es gibt Fälle, oh. Es gibt wohl Fälle. Bei mir, hier in Berlin. Ich beziehe mich auf Fälle. Wie viele waren es in Deutschland, die aktenkundig sind? Wie viel sind es in Frankreich? In Frankreich sind es, glaube ich, um die 300.000. Ja, ich rede ja nicht darüber, nicht, aber Sie haben behauptet, hätte sich nichts geändert. Das stimmt nicht, aber meine Frage ist die, ob die Kirche nicht zu dem ganz normalen Verfahren
zurückkommen kann, dass jeder, dass jeder Fall, dass jeder, dass in solchen Fällen, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, dass in Missbrauchsfällen der Missbrauchende sofort fliegt und von seinem Vorgesetzten zur nächsten Polizeibehörde gebracht wird. Aber es ist doch der Fall. Vielleicht kann ich mal moderieren. Das ist doch der Fall. Wir haben doch, also erstens gibt es in Deutschland keine Anzeigenpflicht. Die wäre schön, wenn der Staat sie mal einführen würde. Wir haben uns dazu verpflichtet, seit 2010 das zu tun. Die anderen Institutionen nicht, scheinbar. Was woanders passiert, kann ich nicht beurteilen. In anderen Internaten oder wo auch immer, das weiß ich nicht. Ob da auch gesagt wird, der eine sagt, komm, reden wir nicht drüber, nicht? Und, oder die ganze MeToo-Geschichte. Das gibt nicht nur da im kirchlichen Bereich. Aber wir haben klar, in Deutschland gibt es keine Anzeigenpflicht dafür. Also die Institution, der Arbeitgeber muss nicht den Beschäftigten anzeigen. In anderen Ländern gibt es das. Wir machen das. Ja, das ist nochmal klar. Dann wäre vielleicht ganz gut, wenn das endlich mal müsste, der Arbeitgeber. Bitte? Dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn es der Arbeitgeber endlich mal tun müsste, nämlich anzeigen. Ja, sag ich doch. Das ist meine Rede. Kann der Staat hier einführen. Kann ich gerne tun. Hat er bis jetzt nicht, seit 2010 nicht getan. Wundere mich darüber. Versetzen die potenziellen Täter nicht mehr an irgendwelche anderen Fahrstellen, wie es früher der Fall war. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ja. Aber ich weiß nicht, was machen wir denn seit 12 Jahren? Was veröffentlichen wir? Wird das nicht gelesen? Wollen Sie das nicht wahrhaben? In anderen Bereichen, natürlich kann ich nicht 100% sagen, in der ganzen Kirche, aber für uns gilt hier das, wo ich Verantwortung habe. Und da ist ganz klar, es wird angezeigt, dann wird jemand, wenn ein Verdacht da ist, Verdacht muss ja geklärt werden, Sie können nicht einfach sagen, da war was und dann muss man ja klären. Wenn Sie einem Rechtsstaat, der kann ja auch klagen dagegen, wenn man sagt, das stimmt nicht. Also muss man, klar, da geht das in einem normalen Verfahren, wird kirchenrechtlich, erst das staatliche Verfahren und dann kommt ein kirchenrechtliches Verfahren, möglicherweise bei Priestern, bei anderen jetzt auch, das ist jetzt so gegenwärtig geändert, aber Sie können doch davon ausgehen, dass seit 2010, also vorher, auch da gab es Richtlinien. Ich bin ja lange im Dienst. 2002 bin ich Ordinarius geworden in Trier. Da hatten wir Leitlinien, das war kein Kirchengesetz, das waren Leitlinien, wo klar war, jemand, der eine Gefährdung ist für andere, wird nicht wieder eingesetzt, pastoral. Da gab es Gutachten, das wisst man heute auch weiter. Aber damals war das der State of the Art auch in anderen Bereichen. Ein forensisches Gutachten, nicht ein einfaches psychologisches Gutachten, ein forensisches Gutachten, um deutlich zu machen, das macht der Staat, der müsste ja auch sagen, ein Berufsverbot geben dann, wenn jemand verurteilt ist. Manchmal macht das, manchmal aber auch nicht. Gucken Sie auf die Rechtsprechung, was da passiert, was da vor 20 Jahren war, was heute ist. Ein bisschen genauer hinschauen. Und wenn jemand auf den Kardinal Wölki guckt, den Kollegen? Ja, was hat der jetzt damit zu tun? Bitte genau hinschauen. Und zwar auf das ganze Feld. Auf das ganze Feld des sexuellen Missbrauchs, der Übergriffigkeit. Gott sei Dank sind wir sensibler geworden dafür. Viel aufmerksamer in allen Bereichen. Nicht nur sexueller Missbrauch von Kindern, sondern Übergriffigkeiten, verbale Übergriffe. Da hat man früher drüber hinweggesehen. Nicht nur in der Kirche. Also die Kirche ist da kein Sonderfeld. Aber wir haben eine besondere Verantwortung. Das will ich gerne zugeben. Das ist mir klar. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, es wird so getan, als sei das, hätte sich gar nichts verändert. Und dagegen muss ich mich schon sehr wehren. Und das erwarte ich doch von Journalisten, dass sie objektiv auf die Dinge draufschauen. Und dann kritisieren auch. Nichts dagegen. Vielen Dank dafür. Die vorletzte Frage hier, bitte die Dame und dann unser Ehrenvorsitzender Peter Schmalz. Ja, wir Claudia Möllers. Wir sind jetzt schon über die Zeit. Wir halten uns alle bitte kurz. Claudia Möllers vom Münchner Merkur. Herr Kardinal, Sie haben mitteilen lassen, dass es eine Veränderung gibt im Erzbistum, dass die Weihbischöfe anders eingesetzt werden. Der Weihbischof Bischof künftig für den Norden zuständig ist und Weihbischof Stolberg für den Süden, der Generalvikar dann für die Region München. Bedeutet das, dass es keinen weiteren Weihbischof geben wird? Es fehlt ja eigentlich noch einer, wenn man so die früheren Zahlen gesehen hat oder... Und was war das eine synodale Entscheidung? Nein, das ist ja eine Personalentscheidung. Das muss ja, ich mache ja auch keine Beratung, wenn jemand Ordinariatsdirektor wird. Das ist ja nur ein Wechsel. Es wird keine Struktur verändert und es wird auch keine,
inhaltliche Arbeit verändert, sondern einfach nur eine neue Überlegung, nach, wie man es ja auch in den Vereinen hat, dass man sagt, nach 12 Jahren oder einer gewissen Zeit ist vielleicht ganz gut, wenn man mal was Neues übernimmt. Ja? Sonst müsste man ja 30 Jahre an einem Ort sein. Also ich würde das eher praktisch sehen und nicht, da ist keine Strukturveränderung damit verbunden. Das müsste man dann anders beraten und diskutieren. Aber Personenentscheidungen, jetzt, das ist auch im Bischofsrat, das ist auch nicht woanders groß diskutiert worden. Zunächst wird es dann keinen geben. Das heißt aber nicht, dass es nie einen geben wird, sondern ich will jetzt wirklich mal abwarten, wie die Dekanereform, die ja sehr synodal dann auch diskutiert wird mit den Räten und Gremien, also diese Veränderung der Dekanatstruktur und der neuen Sicht auf die Dekane mit mehr Vollmacht als mittlere Ebene, da möchte ich doch noch sehen, dass das erst durchgeführt wird und dann schaue ich nochmal. Ja, vielen Dank dafür. Letzte Frage, Peter Schmalz, bitte. Herr Kardinal, wir haben ja mit den vorweihnachtlichen Gesprächen eine schöne alte Tradition und wir haben Sie da oft auch sehr lebensfroh erlebt. Und als ich das letzte Mal mit Ihnen auf dem Podium sitzen durfte, habe ich Sie in einer Weise erlebt, die mich selbst sehr betroffen hat. Sie waren nämlich wegen der Missbrauchsfälle sehr tief, tief angefasst. Dass Ihre Seele war verletzt. Es hat mich dann nicht gewundert, dass Sie Monate später Ihren Rücktritt angeboten haben. Wenn Sie heute zurückschauen, hat der Papst richtig entschieden, dass er ihn nicht angenommen hat? Oder würden Sie es eher sagen, hätte er es getan, was hätte er mir in den letzten Jahren alles erspart? Also ich habe natürlich gelegentlich darüber nachgedacht, aber eins will ich hier dann doch noch einmal sagen. Für mich war das kein Spiel. Auch da denken natürlich manche so und so, ist mir klar. Und jeder, ob Journalist oder nicht Journalist, kann sich also seine eigenen Gedanken machen. Ich kann nur das sagen, was ich geschrieben habe und was ich mir ausgedacht habe. Das stimmt. Sie haben sehr recht. Das war so die Phase, wo das anfing bei mir, darüber nachzudenken. Als Zeichen, dass wir, ich bin 27 Jahre Bischof und wir waren ja nicht auf dem Mond. Also ich kann jetzt nicht sagen, habe ich jemanden bewusst eingesetzt da, wo er gefährdet, oder habe ich, aber das war auch nicht der Punkt. Habe ich jede Akte ordentlich genau gelesen, die mir da hingelegt wurde, oder habe ich anderen vertraut, dass sie das schon irgendwie regeln? Mag alles sein im einen oder anderen Fall. Das hätte mir nicht gereicht zu sagen, deswegen trete ich zurück. Das kann in allen Bereichen passieren, dass nicht immer alles richtig gemacht wird. In diesem Bereich ist es natürlich besonders gravierend. Aber die Gesamthaltung, dass wir eigentlich nicht, und die Gesellschaft auch, aber wir sind ja die Kirche, die Opfer im Blick hatten, wirklich auch uns um sie gekümmert haben, dass das ein wesentlicher Punkt war, das hat mich besonders bedrückt. Und da empfinde ich meine Verantwortung auch. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen keinen mehr einsetzen, wo eine Gefährdung ist. Das war ganz klar, das war ja auch nicht so. Keiner hatte damals die Idee, dass das so viele sind. Das war ein, zwei Mal, dass man damit beschäftigt wurde in den 5 Jahren in Trier etwa. Da bin ich vielleicht 2, 3 Mal damit mit einer ähnlichen oder aus der Vergangenheit beschäftigt worden, aber noch nicht. Die Dimension ist ja erst 2010 richtig deutlich geworden, als sie auch die Betroffenen auch dann sich geäußert haben. Mehr als man vermutet hat. Manchmal sage ich mir, war es richtig? Aber jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich sage, dann wäre mir manches erspart geblieben. Das endet ja nicht. Ich bin ja leidenschaftlich gerne Priester. Fragte mich die Landjugend neulich, da waren wir den ganzen Vormittag zusammen, nette junge Leute, so zwischen 16 und 25 oder wie, 100, die Diözesanversammlung und Gottesdienst gefeiert, schön, alles gut. Und einer fragte dann in der Diskussionsrunde, Herr Kardinal, würden Sie noch einmal Priester werden? Also diese Hätte-Hätte-Fragen, Hätte-Hätte-Fahrradkette, ja, ist natürlich eine Frage, die ist ja eigentlich sinnlos, weil sie ja nicht realistisch ist. Nicht? Das ist ja, wir werden ja nicht in der Zeitreise zurückkatapultiert. Aber ich habe verstanden, was das Anliegen war. Das Anliegen. Da habe ich ein bisschen überlegt, so also leicht fällt mir die Antwort nicht. Wir erwarten natürlich, dass man einfach sagt, ja, ich sage, ich glaube, Priester würde ich wieder werden. Ja, das glaube ich schon. Ich kann ohne die Messe nicht leben. Meine ich. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so schwer wird. Das habe ich nicht gedacht. Da
Das würde ich hier auch sagen. Aber das heißt nicht, dass man, deswegen, man, auch wenn ich im Ruhestand bin, kann ich ja nicht sagen, so, jetzt habe ich mit dem Laden nichts mehr zu tun. Wir haben Sie gesagt, man leidet ja weiter mit wie ein Hund, wenn irgendwas ist. Das ist ja meine Familie. So, so ähnlich wie wenn in der Familie was ist. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Familie passiert etwas oder ist jemand krank oder stellen Sie sich vor, in Ihrer Familie wäre ein Missbrauchstäter, irgendein Onkel. Habe ich ja alles erlebt in den Geschichten, in den Begegnungen. Was das bedeutet. Unglaublich. Und deswegen, das würde mir nicht helfen. Also mache ich es jetzt erstmal weiter, solange meine Kräfte da sind. Der Papst hat mir das deutlich gesagt. Wir haben miteinander gesprochen. Und ich habe gesagt, das ist ernst gemeint. Ja, sagte ich, das ist jetzt dein, du hast mir geschrieben. Ich kriege eine Antwort. Dann kam mir die Antwort ein bisschen früh vielleicht, war nicht darauf vorbereitet. Aber ich weiß noch, wie meine Mitarbeiterin dann das Fax raufbrachte, meine Wohnungstür oben, und sagte, Herr Kardinal, hier ist die Antwort des Papstes. Ich glaube, es ist nicht das, was Sie erwartet haben. Aber ich habe es durchgelesen und habe gedacht, gut, vielleicht ist das auch alte Schule. Ne? Der Papst hat gesprochen und dann mache ich es eben weiter. Frohes Fest! Trotz allem, frohes Fest. Ja, also es war eine, selten ist es im Club so ruhig gewesen wie jetzt. Bedanken wir uns für die offenen Worte, Klartext, das schätzen wir Journalisten auch. Ich bin immer mal ein bisschen leidenschaftlicher. Auch die Leidenschaft ist uns nicht unbekannt. Ich bedanke mich fürs Dasein. Ja. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Ja. Alles Gute. Herr Kellner, und ja, also, wir schließen die Veranstaltung. Wir sehen uns dann im Gottesdienst. Gucken Sie nicht, gehen Sie in die Kirche und nicht zur ZDF nur.